Herzlich willkommen zurück zu Tony Hawk Skaters. Tony Hawk Underground 2. Ich will hier jetzt noch. Ganz schnell mal schauen. Ist jetzt, glaube ich, so 2 Tage her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich glaube, wir haben mehr Ziele an. Ja, wir haben ja mit mir schon alles fertig, ne? Wir brauchen jetzt den Profi. Have a seat, Punk. Wir müssen ein paar Sachen hier noch machen, ne? Was brauchen wir dann noch? Wir brauchen ein paar Sachen, ne? Wir müssen erstmal hier das Katapult machen. Okay, Ziele ansehen. Crab in der Luft. Mach einen 720, nachdem du von einem Katapult in Luft beförderst wurdest. Betrete die Tore auf der Seite des Schlosses, um die Katapulte zu finden. Okay. Ja, aber das ist ja total crazy. Aber so bringt es ja auch nichts. Und wenn wir so voll Power reingehen, ne? 720er Crap, ne? Ah, Moment mal. Vielleicht ist es auch. Vielleicht sowas, ne? Oh, Moment mal, vielleicht. Ja, auch so gedrückt, ne? Aber ist auch nichts, ne? Ist ja total verwirrend. Total crazy shit hier. Okay, ich guck noch, was ein Crab dann ist. 720er Crab. Spieloption, nein. Deine Option. Crab Tilts. Okay. Runter und Kreis zum Beispiel. Ja, dann probieren wir das mal. Ist halt immer ein bisschen crazy, ne? Mist. Ach, vielleicht ist aber auch. Ah, ich verstehe. Okay, ich hab's verstanden. Ah, jetzt fallen wir immer dagegen, ne? Oh, Mann, Mann, Mann. Okay, 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 okay. Wir müssen es gedrückt halten und dann. Jetzt verstehe ich es. Okay, ja, so macht das auch Sinn, ne? So geil. Boah, das ist aber schon heftig schwer, ne?
Okay, und dabei halt noch drehen, ne? Das ist. Oh, das hat schon heftig. Ah, die 540 ist kein Problem, aber. Noch eine Drehung mehr, ne? Ja, da ist es doch. Okay. Team Challenge. 4 deiner Teamkollegen müssen von deinem Stier in der Luft befördert werden und einen 5000. Boah, Junge, Junge, Junge. Vier Stück. Ah, der Stier ist wieder weg, okay. Weil wir haben ja ziemlich alles zerstört hier, ne? Dann will ich noch ganz kurz das mit der Tramp machen, ne? Der Drum. Fahr mit einer Drum und springe dann ab und mache einen Ace-Drop auf eine Rampe. Für einen Ace-Drop drücke R2. Waterpipe-Rampe bist. Okay. Wo sind denn diese Quarterpipe-Rampen? Okay. Ei, so nicht, ne? So geht das schon mal gar nicht. Ja, okay. Da kommt sie. Wird ja auch Zeit, Mann. Das ist ja dann Ziel ansehen. Das ist ja dann hier eine. Ah, Quarterpipe. Waterpipe. Was ist denn eine? Ich hör das nochmal geschrieben, das habe ich jetzt gerade. Ja, doch, habe ich es richtig geschrieben. Ich fahr halt mal hinter und guck's mir da hinten mal an. Ja, ich habe echt keine Ahnung, ne, welche Pipes das sein sollen. Vielleicht die hier. Nein. Nein. Scheiße. Das sind bestimmt die, oder? Wo wir es machen müssen, oder? Nein. Wir haben es verpennt. Na gut, da kommen ja gleich wieder welche.
würde da mal probieren, oder? Wenn wir es nicht schaffen, dann kommt die nächste. Eigentlich bin ich ja jemand so gern, ich hake das ja immer gern so ab, jeden. Nach und nach, aber ich will auch noch ein bisschen vorankommen, weil müssen wir das noch machen mit Steve-O. Ja, da haben wir es doch. Gut. Hallo, Textnachricht. Mit den ganzen Punkten, die du geholt hast, müssen wir in Führung liegen. Jetzt glaube ich, wir können diese Stadt jetzt den Rücken kehren. Du findest mich in der Nähe der Straße, dann können wir unsere Punkte zählen. Ja, aber will ich noch nicht. Wenn will ich nicht 100% machen. Team Challenge. Okay, dann machen wir das als nächstes gleich. Das machen wir wieder als allerletztes Gast, ne? Berühre nicht den Boden und Co. Junge, 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 das wird auch ziemlich heftig. Aber wir gehen erst mit Steve-O. Shopping cart, shmopping cart, bam. Steve-O gegen den Stier, pack. Yeah, Ventil, okay. Nein. Dann fangen wir an. Ah Mist, da müsste ich erstmal den Stier wieder freischalten, ne? Nein! Gehen wir mal hier hinter nochmal. Let's tear it up. Wir brauchen ein paar Tomaten noch, ne? Da holen wir mal die Tomaten schnell. Meine Phrasen. Hier uns ein paar Tomaten. Tomatoes. Es eskaliert einfach schon wieder hart. Da ist er doch. Nein! Wo ist dieser Stier? Komm. Ja. Ja, komm. Los, los, los. Steve-O, los. Ja, fast. Gleich wenn er kommt. Da kommt er.
um. Können wir gleich hier sehen. Da kommt er. Ah, wie? Nein! Ah. Komm Stier, El Stier raus, los. Da hinten kommt er. Das gibt's doch nicht, dann treffen wir den kurz vorher nicht. Und jetzt, ah, komm. Alter, okay, ja, macht keinen Sinn jetzt immer. Start und lande einen 5-0-Kombo, während du im Park skatest, okay. Das ist schon heftig. Aber Moment. Das könnten wir vielleicht hier hinkriegen. Ah, waren 30. Nein, oh, sieht aber gut aus. Das könnten wir hinkriegen. So nicht. Scheißdreck, so nicht. Das zählt doch hinten als Park, oder? Geh mal nach oben kurz. Komm. Okay. Nein, oh, da habe ich jetzt Dreieck vergessen zu drücken. Steve, kannst du halt fast hier nur grinden, ne? Mehr macht auch keinen Sinn, ne? Ich meine, ich könnte mal probieren, ich könnte noch. Das macht alles sonst keinen Sinn, ne? Boah, 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 wir haben echt heute noch gar nicht viel hingekriegt, ne?
Nein! Oh Gott! Aber das war gar nicht mal so ungeil da oben, ne? Oh Gott! Hä? Was piepst hier? Barcelona ist bekannt für seine Skateboards. Lande jeweils einen Flip in folgendes Spot. Lande einen Flip-Trick von einem Tisch vom Bahnhof. Okay. Jo. Er ist sehr sensibel, ne? Er fällt ganz schnell runter, ne? Das ist mit dem Skateboardfahren doch schöner. Ja, 3000 hast du ganz schnell zusammen da, ne? Gut, ich meine, da haben wir es jetzt gerade provoziert, ne? Aber ich gehe nochmal da hoch mit der... Das war ja ganz chillig, ne? Leck mich. Nein. Stevo! Stevo! Ah, zu weit gehüpft. Mit dem Jump kriege ich halt immer noch so extra Punkte, ne? Das ist halt, ja, halt optimal, ne? Fick mich doch, ey, komm. Chipman, müde ich. Da grindet er nicht. Ich dachte wirklich so, in dem Park wird es ziemlich leicht, ne? Aber anscheinend doch nicht. Jedes Verfluchte. Ach, oder geht es allgemein? Nee, oder? Ah, doch, da, tatsächlich. Die Kombo zählt komplett? Okay. Einfach nur Punkte machen. Na, aber fall nicht immer hin. Komm. Los. Nein, 36.000. Wir hätten es geschafft. Komm. Na, das wird wieder nichts.
Wir müssen ungefähr. Wir brauchen ungefähr. Zweieinhalb Runden, ne? Dann würden wir es schaffen. Das ist doch gerade ein schlechter Scherz. Mann! Hey, Steve-O. Ach, come on. Ja, ich hänge hier gerade. Ich will das jetzt schaffen. Ne? Ich meine, das kriegen wir auch irgendwie hin. Nein, oh Gott, und dann wird man zu gierig, ne? Da wird man einfach viel zu gierig. Man wird einfach zu gierig. Ich sag ja, wir kriegen so. ...16.000 zusammen. Na, immer am selben Punkt abhüpfen. Das ist natürlich super grandios, was ich fabriziere. Vielleicht einfach mal gar nicht hüpfen nochmal. Ja, aber es bringt halt auch nichts, ne? Dann knallst du nach hinten, ne? Das wär's gewesen. Ich mache jetzt auf jeden Fall die Folge jetzt noch so lange, bis wir das hier schaffen. Wir schaffen diesen Grind, komm. Ah, Gott. Ich bin dann umgeswitcht. Ich mir gerade dachte, komm. Krieg den dann nicht mehr eingefangen, ich weiß nicht warum. Ich krieg ihn einfach nicht, weil du Kacke bist, ja. Witscht der voll in die andere Richtung. Komm. Gott. Hä, war das jetzt? Oder weil ich raus bin? Oder muss es da in diesem Grün sein und das zählt nicht mehr dazu? Aber das ist doch eigentlich. Start und Land an einem Punkt. Wenn du in einem Park. Damit Steve-O, ne?
Mann, Mann, Mann. Aber hä, wir hatten es doch gerade, da hatten wir 24.000. Also ich bin der Meinung, wir hatten es gerade, aber okay. Ja, ich probiere den immer so ganz weich. Probiere ich das immer zu lüpfen. Oh, da ist es doch endlich. Boah. Lass dir von den Ventilatoren einen Temposchub verpassen. Mach einen Yeehaw Crab und dann einen Ace Drop in einem. Ist jeder Crab ein Yeehaw-Crab? Okay. Alles klar. Dann schauen wir mal, dass wir noch schnell an die Ventilatoren da kommen. Müsste hier sein, ne? Wir fahren hier mal ganz vorsichtig hoch. Wir dürfen es halt nicht loslassen, ne? Boah, das Ding wird auch noch richtig schlimm. Ja, mit diesen 5000 Punkten, ne? Kommen denn diese Lüfter da hoch? Take a break, rookie. Moment mal. Wir kommen von da rein, ne? Wie kommt der da hoch? Okay. Kommt er da hoch? Das Divo. Das interessiert mich jetzt mal. Heidewitzka, Heidewitzka. Ja, so nicht.
Ja, wir müssen da irgendwie aufs Dach kommen. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie ich so gefühlt aufs Dach komme. Im richtigen Moment abspringen und dann soll das doch klappen, oder? Scheiße, ja, ich würde sagen, wir machen das einfach in der nächsten Folge. Ja. Bis dahin, macht's gut.